Moin Leute, herzlich willkommen zu einer Folge Tram Sim München. Ja, ihr habt richtig gehört, heute sind wir mal nicht in Wien unterwegs, sondern in München. Das Fahrzeug ist aber wie gewohnt auch schon aufgerüstet, meines Erachtens nach. Hier, die Türen sind noch verriegelt, das heißt, wir könnten rein theoretisch direkt losfahren. Muss ich hier irgendwie was drücken? Da habe ich es ja auch hier so mit. Ob das so alles funktioniert, mal schauen. Ja, wir können erstmal noch Fahrplan aktivieren. 12.15 Uhr. Haben wir hier mal 12.10 Uhr gerade schon mal. Wunderbar. Dann fahren wir mal zu unserer ersten Haltestelle. Rollstuhlfahrer ist da vorne auch schon mit dabei. Aber hier müssen wir das nicht händisch machen, also aufklappen, sondern automatisch ausfahren lassen. Das kriegen wir auch hin. Dafür brauchen wir, glaube ich, diese Haltestellenbremse. Tür 1 auf. Oder mache ich das hier? Das mache ich hier. Okay. Ach, okay. So, das stellen wir jetzt mal eben so ein. Das müsste jetzt rausfahren. Ja, wunderbar. Das scheint zu funktionieren. So. Rein theoretisch kann ich auch die anderen Türen freigeben. So, und der nette Herr ist schon da. Jetzt können wir hier heben. Und ihn reinfahren lassen. Wunderbar. Dann die Rampe wieder einfahren und dann sind wir hier soweit schon fertig, denke ich. Wir schließen Tür 1. Wollen den Spiegel irgendwie ausklappen? Ich weiß es tatsächlich gerade nicht. Okay, aber normalerweise müsste das doch funktionieren hier drüber. Nö. Ich weiß es nicht, wie das funktioniert. Okay. Dann schauen wir jetzt einfach mal so raus. Müssen ja mal gerade rüber switchen. Da ist niemand mehr. Dann könnten wir eigentlich bis 25, bis 15 vorspulen. Dann können wir auch direkt losfahren. Achso, Haltestellenbremse muss noch raus. So. Tür 4 ist noch. Ah. Verriegeln sollte man natürlich auch. So, jetzt können wir losfahren. Jetzt funktioniert es auch. Wunderbar. Ja, ich dachte, als kleine Abwechslung fahren wir dann halt heute mal hier in München eine kleine Runde. Straßenbahn. Durchsage und da kommt uns ein Kollege schon entgegen. So, da möchte jemand raus. Vermute ich. Wegen dem Geräusch oder was war das? War das meine Klingel? Ich habe keine Ahnung. So, wir fahren jetzt hier zu unserem ersten Halt. Und stopp. So, wollte er raus? Sieht nicht danach aus. Also der Rollstuhlfahrer jetzt. Aber ich glaube, da müsste diese Leuchte hier leuchten. So, aber wie funktioniert das mit dem Spiegel? Wer das weiß, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin da tatsächlich jetzt ein wenig überfragt. So, die Türen sind zu. Dann können wir wieder verriegeln. Und losfahren.
Bisschen Gas, hier ist ja nichts. Bis auf diese Fußgängerüberwege, aber da denke ich, wird nichts passieren. So, wir können aber jetzt auch schon wieder langsam anfangen zu bremsen. Hier ist unsere nächste Haltestelle. Super zum Stehen. Jetzt will er aussteigen. Okay. Haltebremse ein. Tür 1 auf. So, und dann senken. Nochmal senken. Huch, da war er noch gar nicht drauf. Aber gut. Hat auch so geklappt. Einfahren. Fantastisch. Dann können wir die Tür wieder schließen. Haltestellenbremse aus. Und. Oh ne, so, verriegeln. Genau, so. Jetzt haben wir nochmal Türen auf. Jetzt können wir fahren und haben auch direkt das Signal zum Losfahren. Fantastisch. Warten hier alle. Wunderbar. So muss das laufen. Dann mit ein bisschen Schwung hier die Brücke hoch. Nicht, dass wir hier noch wieder rückwärts runterrollen. Aber hier kommt auch schon direkt der nächste Halt. Das heißt, hier schon mal wieder kräftig auf die Bremse drücken. Und ich glaube, meine Anzeigen, die passen jetzt schon wieder nicht mehr. Aber gut, nehmen wir jetzt einfach mal so hinten. Da habe ich jetzt gerade keine Lust, mich drum zu kümmern. So, Türen entriegeln. Obwohl, wo sind wir denn hier? Am Münchner Tor. Gut, wie geht man hier jetzt mit um? Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ja, wir lassen es sein. Da muss ich mich wirklich nochmal mit beschäftigen. Oder vielleicht kann mir auch jemand von euch dabei helfen. Warum ich da immer wieder Schwierigkeiten mit habe, dass das hier scheinbar nicht richtig funktioniert. So, nächste halt Parsivalplatz. Parsivalplatz oder wie immer das auch immer heißt. Parsivalplatz. Das war ja jetzt doch richtig, ne? Jetzt gucken wir mal, ob wir da auch drauf zufahren, ob das der ist. Wenn ja, scheint es ja doch richtig zu sein. Aber warum wird denn das da... Nee, das hier ist so eine andere Haltestelle. Die habe ich, meine ich, mit einem anderen Namen in Erinnerung. Anhalten soll ich hier? Ja, irgendein Tor, genau. Jetzt sind wir hier schon mal mit der Ansage falsch. So, dann machen wir hier einmal Tür auf. Ach, immer wenn ich hier entsperre, geht das 1 weiter. Okay, dann habe ich eben wahrscheinlich einmal zu oft gedrückt. Das könnte natürlich... das Problem sein. Ja, hier sind wir. So. Nee. Jetzt wäre es ja auch wieder falsch. Hier, ne? So. Das wäre jetzt die nächste Haltestelle. Wir verriegeln das. Und dürfen wir jetzt fahren? Nee, ne? Das heißt Kreis. Na, okay. Ist im Prinzip das Gelb, wie bei einer Autoampel. So, wenn das jetzt bei der nächsten Haltestelle stehen bleibt und das auch die ist, dann
scheint es ja jetzt zu funktionieren. Und ich habe dann, meine ich, auch den Fehler gefunden. Immer wenn man den hier drückt, entriegelt, dass das dann hier ein weiterspringt. Okay. Ich glaube, das Problem haben wir jetzt gelöst. Wenn nicht, schreibt es halt gerne auch in die Kommentare. Über Tipps bin ich da immer sehr dankbar. Verriegelt schon, wunderbar. Ja. Dann warten wir doch hier mal, bis wir das Fahrsignal bekommen. Aber noch haben sie da vorne grün, die Autofahrer. Das dürfte also noch einen Augenblick dauern. Na, so langsam. Ja, immer noch grün. Passiert ja immer so rein gar nichts. Die fahren auch noch stolz weiter. Na, was ist denn hier los? Das ist doch nicht normal, oder? Oder muss ich hier ein Stückchen vorfahren, mich anmelden oder so? Was ist das hier? Straßenbahn, muss ich da drauf drücken? Nein, oder? Ich fahre jetzt einfach mal vorsichtig. Auch hier, warum das jetzt nicht grün geworden ist, vielleicht könnt ihr mir da auch einen Tipp geben. Wir fahren jetzt einfach mal ganz vorsichtig hier weiter, in der Hoffnung, dass der wartet. Ja, ganz toll. Kann ich hier auch rückwärts fahren? Nee. Oh, der ist weg. Ja, gut, da kommt der nächste. Ja. Das nehme ich jetzt einfach mal so in Kauf. Also ich weiß, dass am Ende dieser Linie da an der Münchner Freiheit so ein Teil ist, wo man sich anmelden kann und das dann irgendwie grün wird. Oder war das hier oder bei... Doch, das müsste Münchner Freiheit gewesen sein. Vielleicht war das hier jetzt gerade auch der Fall. Aber gut. Vielleicht dann das nächste Mal, dass ich da ein bisschen schlauer bin und es dann richtig mache. Ich hatte jetzt wirklich halt keinen Bock, da jetzt noch länger zu stehen. Für euch ist es natürlich auch dementsprechend uninteressant, da im Prinzip dauerhaftes Standbild zu haben. Das will ja keiner. So, dann lassen wir die einmal ein- und aussteigen. Letzte Tür ist zu und können losfahren. So, ja. Aber weit kommen wir nicht. Müsst dann doch erstmal noch hier warten. So, die Ampeln werden grün. Auch für uns gibt es das Signal zum Weiterfahren. Das machen wir natürlich auch. Keiner gesehen. Das war bei den Autos zumindest noch gelb. Ja, bei mir war zwar schon der durchgezogene Strich, aber ja, Vollbremse wollte ich dann doch nicht machen. So, aber hier halt man natürlich ordnungsgemäß vor der roten Ampel bzw. ja, vor dem halt zeigenden Signal an. Aber das können wir getrost ignorieren, denn es ist gerade umgesprungen. Und fahren hier in die Haltestelle Potsdamer Straße ein. Wo auch noch der ein oder andere hier mitfahren möchte. Das gewähren wir denen doch sehr gerne. Da hinten sieht man im Hintergrund dann auch schon die Endhaltestelle. Was ist hier jetzt passiert?
Also für die Rückfahrt oder was? Mission of Freiheit, okay. So, weiter geht's. Das mit dem Spiegel ist echt blöd. Münchner Freiheit, Umstieg zu U3 und U6. Change here for U3 and U6. So. Endstation. Bitte alle aussteigen. Terminus. All change, please. So, da sind wir jetzt bei der Endhaltestelle angekommen. Beziehungsweise müssen jetzt hier noch einmal warten, bis wir einfahren dürfen. Da stehen auch schon wieder ein paar Leute, die wohl gerne mit zurückfahren wollen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Vielen herzlichen Dank dafür. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Like oder Kommentar da. Sehr würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. So, einmal müssen wir dann noch mal hier warten. So, Linienverkehr frei. Okay. Los, 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 wird grün. Dürfen die da vorne jetzt auch erst noch mitfahren oder was? Ne, jetzt darf ich, wunderbar. So, ich mache dann hier jetzt gleich, wenn wir zum Stehen gekommen sind, die Türen auf. Und ja, damit verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. So, hat auch ein bisschen länger gedauert, wie gedacht, hier um die Kurve noch zu fahren. So, dann kommen wir jetzt zum Stehen. Und damit verabschiede ich mich von euch. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.